Ein konstruktives Hallo, mein Name ist Sönke und ihr kennt mich aus der Machbar Academy. Heute darf ich hier mal schön entspannen mit der lieben Lea. Das nenne ich mal gemütlich. Vielen, vielen Dank, Sönke. Es ist echt kaum zu glauben, was wir aus den alten Teilen rausgeholt haben. Denn so sah das alles mal früher aus. Ich fand die Idee so super. Einfach im Herbst noch ein bisschen länger draußen sitzen bleiben können. Und da war das natürlich mit dem alten Trampolin perfekt, weil es wäre viel zu schade, es wegzuwerfen. Lea, da helfe ich dir ehrlich super gerne. Denn auch für mich ist das Thema Upcycling wichtig. Das ist gut für den Klimaschutz, gut für den Naturschutz. Und im Grunde genommen heißt es ja auch nichts anderes außer wiederverwenden, aber dem Ganzen noch so einen Extra-Touch zu geben. Ja, Lea, dann lass mal loslegen, oder? Dann legen wir mal los. So, das wird am Ende die Liegefläche. Dafür müssen aber erstmal die Beine ab. Guck mal, ich habe so einen Schonhammer dabei. Ich glaube, das könnte damit besser gehen. Perfekt. Hältst du das mal? Das ist ja auch schon ganz schön mächtig angerostet, Lea, ne? Hast du die ganze Zeit das Ding draußen gelagert? Ganzjährig ohne Abdeckung. Das ist natürlich nicht so ganz optimal. Wenn du dein Trampolin lange Zeit vor dem Wetter schützen möchtest, benutzt du am besten eine Wetterschutzplane. Denn die schützt nicht nur vor Wind und Wetter, sondern auch vor UV-Strahlen. Und im Winter am besten im Innenbereich lagern. Gut, machen wir mal weiter, ne? Machen wir mal weiter mit dem ganzen Ding hier, ne? So, ich habe hier schon mal eine Poolabdeckung, die wir gleich sehr da drüber stülpen können. Lass uns das ganze Ding mal rüberstülpen. So, Lea, ich glaube, wir sind fertig. Cool, Liegefläche steht. Das war einfach, würde ich sagen. Lass uns weitermachen. Dann müssen wir als erstes mal die Schaukeln abmontieren, ne? Ich hol dir mal besser eine Leiter. Okay, das ist mehr als komfortabel. Danke dir. Ich kann ja parallel schon mal die Schaukel abmachen. Sag mal, Lea, hast du parallel dann hier auch mal die Belastbarkeit gecheckt? Ich habe tatsächlich gelesen, 150 Kilogramm Belastbarkeit sollte hinhauen, oder? Ja, da müssen wir nur bedenken, dass wir natürlich die Belastung nicht an den vier Punkten haben, sondern hier zentral. Dann setzen wir da oben einfach so einen Douglasienbalken, ne? Ich denke, das ist ausreichend von der Stabilität. Und das Schöne an der Douglasie, das ist ein Outdoor-Holz, das heißt, es wird am Ende auch nicht weggammeln. Perfekt, hört sich super an. Ja. Das ist jetzt auf jeden Fall stabil. Cool, Gerüst steht. Ich muss nur ehrlicherweise gestehen, mit der Optik bin ich noch nicht ganz so happy. Also klar, used look, aber ich könnte mir ein bisschen Farbe vorstellen. Was denkst du, so ein helles Grau? Ich finde das sowohl richtig als auch gut. Allerdings, wenn wir das lackieren wollen, dann müssen wir das Ding vorher ein bisschen putzen. Für ein optimales Lackierergebnis müsst ihr zusehen, dass die Oberflächen staubfrei, fettfrei und auch trocken sind. So, und dafür nehmen wir uns jetzt hier mal so ein Eimerchen. Der darf nebenbei in jedem gut sortierten Werkzeugkasten nicht fehlen. Mhm. Den darfst du jetzt auch behalten. Dankeschön. Fangen wir mal an. Mit dem Pinsel kannst du wunderbar hier nacharbeiten, wo ich mit der Rolle nicht reinkomme. Dann gib mir mal ein bisschen Farbe ab. So, und wir machen dann hier einfach mal weiter. So, die Farbe ist getrocknet und ich habe diese Ringmutter schon mal installiert, schön mittig. Ich habe dir schon mal einen Karabiner mitgebracht. Ja. Und auch die drei Seile. Jetzt haben wir die Dinger hier mal so durchgezogen. Das heißt, wir können eigentlich jetzt direkt auch den Knoten machen. Einmal rüber, zweimal rüber, dreimal rüber und dann kommt der hier rein. Siehst du das? Mhm. Und dann muss man ihn so sukzessive stramm ziehen. Und dann sieht das richtig nice hier aus, oder? Perfekt. So, diesen Knoten, den wiederholen wir jetzt nur noch an den anderen Enden. Mhm. Und dann müssen wir eigentlich nur noch unsere Liege reinhängen. Cool, hört sich nach einem Plan an. Oder? So, Lea, unsere Liege, die hängt. Im Grunde genommen ist jetzt alles soweit fertig. Sieht schon richtig, richtig gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Fehlt nur noch der Vorhang. Fertig. Ich bin so happy mit dem Ergebnis. Vielen, vielen Dank, Sönke. Es wird auf jeden Fall mein neuer Lieblingsplatz im Garten. Gern geschehen. Auf jeden Fall ein wunderschönes Projekt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und wenn du auch so ein Trampolin-Hängebett haben möchtest,
dann schau doch mal im So geht das Magazin nach oder in der Hey Obi App, denn dort findest du die gesamte Anleitung. Wenn du mal Hilfe für ein anderes Projekt benötigst, dann besuch uns doch gerne in der Machbar Akademie, denn dort findest du Videoanleitungen zu diversen Themen.